Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Mir ist irgendwie der Name entfallen, was zum Teufel. Ja, in der letzten Folge haben wir uns einigen Interviews von Elet gewidmet. Ja, die haben ihre Geschichten erzählt und wir gehen jetzt einfach mal weiter zur nächsten Nebenquest, die wir irgendwann mal von Elet gekauft haben. Lagos Passion. Passion, was bedeutet das nochmal? Hingabe oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas, ja. Secure the Trade Route. Mal gucken, ob wir das alles in einem Part kriegen. Ich hoffe. Oder das wäre voll toll. So eine kleine Sidequest hier, die was über Lago erzählt. Kann nicht schaden. もう、なるごはお腹が減ると、すぐ機嫌が悪くなるんだから。すまない。待たせてしまったから。よし、作戦会議を始めよう。最近、市場の食品の価格が高騰しているのを知ってるかい？そういえば、軍の食堂で働いている方が野菜の値段が高くなったと言っていました。いや、だ、さっきは覚えた。野菜の生産地からの輸送経路を 帝国軍が抑えているのが原因だし。なんだって？野菜。ラゴ。うず。いまいち危機感がわかないね。お前、野菜の力をなめるだよ。なんだよ急に。パワーオブベジタブル。野菜の中にはな、体を作るための栄養素がたっぷり詰め込まれてんだ。 Bomben voller. Was? Wie Furcht vor dem Gemüse. Ja. Da hat wohl jemand einen kleinen Gemüsefetisch. Vegetable Route Incident. Ja, Gemüseroute Incident, Unfall. Nee. Aber sowas ähnliches, ja. Ja. Das Spiel ist japanisch / englisch. Und ich verstehe beides nicht. Kriegen wir auch Erfahrungen in diesem Kampf? Das wäre gut. This mission will be fought on the outskirts of Basel. An enemy blockiert this restricted traffic along this road. Wir können nicht zu große Operationen riskieren, okay. Den Panzer müssen wir zurücklassen. Und eine kleine Truppe da einschicken. Wir müssen zwei Panzer zerstören, die in der Nähe der Straße stehen. Wenn wir die Straße entlang gehen, dann werden wir abgeballert. Und wir sollen durch die Stadt gehen. Wir können auch keinen Mediziner hier mitbringen, weil wir dann zu sehr auffallen würden. Eine Nachtoperation. Und wir werden weniger sehen, okay. There will be no sideline to targets more than a certain distance. You can't spot them. Okay, wir können die nicht im Action-Modus sehen und uns auch nicht, glaube ich. Wenn einer von uns stirbt, dann haben wir verloren. Also wir müssen verdammt vorsichtig sein. Keine Befehle. Super, wir können ja gar nichts machen. Okay, wir können Waken. Waken und Lago sind dabei, okay. So, wer denn noch? Wer könnte denn noch hier zur Rettung der Gemüse Handelrouten dabei sein? Ja, sieht so aus, als würde er viel Gemüse essen wollen, tun, machen können. Kampfmaschine Kevin.
Schnarchnase Herbert, Schnarchnase Elias, Bombenlegerin Wendy. Ja, genau, Wendy. Weil Gemüse sind ja irgendwie wie Bomben. Ja, wäre doch geil, wenn sie explosive Möhren auf die Gegner wirft, ne? Oder so Granaten in Form von Kürbissen. Das wäre echt geil. Hätten sie ruhig einbauen können, so als extra. Finde ich. Oder gut, der schießt so eine riesige Karotte aus seinem Bazooka. Brutal für Gemüse. Den Gesichtsausdruck habe ich auch noch nie gesehen. Welkin denkt sich auch nur so, mein Gott, hat der komische Vorlieben. Naturjunge. So, dann gehen wir mal los. Ich hätte vielleicht mit Wendy vorgehen sollen, weil sie ist eine Dings. Ne Sturmtruppe. Die hält mir aus. Aber wir müssen ganz langsam jetzt hier vorangehen. Erstmal kratze ich mich an der Nase. Naturliebhaber, yes. So. Wehe, du duckst dich, Mann. Wehe, du duckst dich. Danke. Okay. Einen haben wir schon mal. So, haben wir irgendwo Gras, wo wir uns verstecken können. Ist da am Eck jemand? What the? What the? Ah, ich gehe auch noch dahin. Geh mal hoch. So. Ich hoffe nur, komme ich auf der anderen Seite hoch, weil dann haben wir ein Problem. Okay. Die anderen beiden sollten wir am besten auch bewegen. Also sonst wird es ein bisschen dauern, bis sie einholen können. Gleich und plündern. So, weiter geht's nicht. Boah, ich bring alle um, die Gemüseschaden. Und Wendy. Deren Explosivkarotten. Ich bleib bei dieser Idee. Die muss vermarktet werden, das ist genial. So, ich schätze mal, wir kriegen auch Erfahrungspunkte. So, da unten ist einer. Mir, der geht jetzt die Treppe, die Leiter hoch. Auf der anderen Seite. Da sind doch noch einige Leute. Oh Gott, jetzt kommt's. Okay, gut. Okay. Auch noch was, Mann. Ich werde am besten alles in einem Part hier schaffen. Ich habe gedacht, ein bisschen lang. Da müsste eigentlich. So. So, wieder Zeit zu töten. Er ist wieder zurückgegangen? Okay, Wendy, du wirst das schon schaffen. Ich kann auch da hochgehen, aber das wird, glaube ich, nicht klappen. Was willst du denn? Ich lass dir die Eier weg. Hihi, bumm. Was hat sie sogar gesagt? Das macht mir Angst. So, dann gehen wir mal. Ich plane mal mit Lago hochzugehen. Vielleicht können wir die Panzer schon sehen. Weil unsere Lancer, unsere Bazooka-Werfer hier sind ja was. Wieso kann ich nicht. Oder sagen, unsere Anti-Panzer-Einheiten sind ja irgendwie bessere Scharfschützen als unsere Scharfschützen. Deswegen
könnte man ja mal darauf zurückkommen. Am besten wäre es ja noch, wenn ich statt Welke nur einen von denen ihre Wege. Weil er kann, auch wenn er einen Zug jetzt nichts gemacht hat, locker einholen. Er scout immer ein bisschen voraus. So. Hallo? What the fuck? Wie kannst du es wagen, mich zu erschrecken? Stirb. Bombs. Carrot. Carrot Bomb. Ja, genau. Trademark. Ja. Das wäre natürlich jetzt richtig mies, wenn hier irgendwo eine Mine liegen würde. What the? Hör auf damit. Das ist nicht witzig. Ich gehe mal lieber in Deckung. Da kommt der wirklich noch hier vorbei. Und ballert uns hier weg. So, zwei Einheiten sind hier noch. Und zwei Panzer. Wie ich damit bekommen habe. Schaffel, 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 schaffel. Und er kommt weg hier. Oder auch nicht. Okay. Gut, so, alles läuft nach Plan. Blöd ist, wir haben ihn schon getriggert. Ach, der geht um die Ecke, okay. Okay. Ich hatte vor, ihn mit Lago abzuschießen. Ich glaube, mit Welcome bleibe ich jetzt erstmal da und dann wirklich zweimal Wendy. Mal lang können sie mal aufholen. Weil sie bewegt sich irgendwie am wenigsten. So, verdammt. Okay. Lago. Und ich stehe da noch da, dann ist er auf jeden Fall tot. Aber wir schießen ihn einmal mit dem Ding ab und dann ist er weg. Das passiert. So, komm her. Hm. Two hits to kill, okay. Muss sein Kopf. Ist ja dein Kopf nicht. Da ist ein Kopf. Das sind echt Scharfschützen. Ich habe mit meinen Anti-Panzer-Einheiten schon mehr Kopfschüsse verteilt aus weiteren Entfernungen als mit meinen Scharfschützen aus näherer Entfernung. Das darf einfach nicht wahr sein. Der Panzer müsste jetzt da drum kommen, oder? Okay. So, ist perfekt gelaufen. Ich schieße jetzt nur noch mit meinen Antipanzer-Einheiten von hohen Dächern und so. Lass Raketen da runterregnen. Die haben es drauf. Wo sind da noch zwei oder einer? Einer, ne? Ich glaube zwei. Bewegen sie sich die ganze Zeit da so im Kreis, wie ich da mitbekommen. So. Lago. Du gehst nach vorne. Du bist die neue Sturmtruppe. Da ist einer. Verdammt. Au! Mein Gott! Stirb! Verdammt! Wäre zu schön gewesen. Warte mal, geh noch mal ein bisschen nach vorne. Okay. Alles klar. Wendy, du machst den platt. Ach, man kann auch da rum. Geil. Oder? Ja, kann man. Verdammt. Oh mein. Das ist ein Turret. Sehe ich gerade. Na, was? Dammit. Damit. Okay, der könnte Probleme
bereiten. Dann muss ich den mit Lago fertig machen. Deswegen war der auch mit einem Schlag kaputt. Komm schon, Lago. Den schaffst du doch. Jawohl. Yesha! So, dann waren es glaube ich nur zwei, die sich die ganze Zeit da bewegen. Oder? Bleib mal lieber hier. Na noch die zwei Panzer angeblich, von denen wir informiert worden sind. Aber die habe ich noch nicht gesehen. Zum Glück. Oh, jetzt bewegen sie sich wieder viermal. Din 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 din. Ja, ist gut. Ihr könnt euch bewegen, es ist einsame Spitze, was ihr da macht. Da darf ich jetzt danke. So, Welken, hol mal auf. Liegt schon zwei Züge zurück. Was? Ich habe mich konzentriert. Ich habe auf Natur geguckt. Okay. Was geht rüber? So, wer wird als erster sterben? Ich komme nicht an dir vorbei, Lago. Entschuldigung. Hallöchen. Bitte so stehen bleiben. Zack. So muss das. So, dann mal gucken, ob hier noch einer ist. Keine Ahnung. Dann. Mit Wendy voraus. Was war das? Der Tod kam plötzlich und laut. So wie es sein muss. So, jetzt müssen nur noch die Panzer übrig sein. Warum denn nicht? Jetzt verrecke ich noch aus irgendeinem Grund. Weil es so natürlich witziger ist. Habe ich recht? Okay. Da kommt aber jetzt hier nicht mindestens. Nein! Hallo? Verdammt, ich erwisch keinen von denen. Blaue Linie heißt, die sehen uns nicht, oder? Ich dachte, hier sind zwei. Ding. Gut so. Jetzt müssen die sozusagen nur noch darauf warten, von uns gekillt zu werden. So, blau bedeutet, die sehen uns nicht, oder? Hallöchen. Na? Jawohl. So muss das. Den anderen auch. Freiheit für Gemüse. So, und jetzt. Da kommt da, da kommt da. Sehe mich, verdammt. Jetzt aber. Und zack, zack. Und da waren sie weg. Operation complete. Und das alles in einer Folge. Ich bin zufrieden. Na klar, was denkst du denn? Und Rang C. So, what? Das sind ganz schön viele Erfahrungspunkte. Dafür, dass es so einfach war. Okay. Lagos Traum. Das wollen wir doch mal sehen. Der Herrscher ist Gemüse, oder was? Weiß ich nicht mehr. Was ist denn dein Traum, Lago? Willst du mal ein schwarzer Löwe werden? Yes.
俺の実家はな、農園を経営してたんだよ。だから今回のことも他人事じゃねえ気がしてな。小さい頃から収穫や出荷作業を手伝いしてたから、野菜に囲まれて育ったんだよ。野菜はよ、本当に優秀な食べ物なんだぜ。取れば取るほど健康になれるんだからな。僕もそう思うよ。野菜の栄養は他の食物では補えないものが多い。それにさ、 野菜を食べることは体に自然の力を取り込んでるのに。力？うん。野菜ってさ、土壌や日光、微生物などの自然の力を直に受けて育っているだろう。それを食べるってことは自然の力を直に取り入れてるってことになるんじゃないかな。 そんな大層な野菜の会食初めて聞いたぞ。いや隊長、お前なかなか見どころあるぜ。気に入った。<笑>ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいよ。なあ隊長、つまんねえ話かもしれないが聞いてくれるか。俺はよ、 潰れちまった実家の農園を建て直して、野菜専門の農園を作りたいと思ってるんだ。いつも弾丸をぶちかましてるうるさい男が野菜作りなんて笑っちまうだろ。いや、そんなことないよ。野菜好きのラルゴなら美味しい野菜を作ってくれそうだ。農園の野菜が収穫できるようになったら僕にも食べさせてくれるかい？ あ、いつでも食べさせてやるぜ。ただし、収穫作業は手伝えよ。収穫の時は俺が隊長だからな。思いっきりこき使ってやるよ。今日は気分がいいぜ。野菜万歳。 Ah, Gemüse, ah, Natur, mein Gott, was ist mit diesen Typen los? Okay. Wir haben eine Menge Geld bekommen. Wie komme ich nochmal zum Dingens hier? Irgendwie konnte man das auch anders, aber egal. Was? Nein. Hier kann man die ganzen Waffen und so angucken. Ah, mein Gott. Headquarter. Die Waffen können wir uns irgendwann später mal angucken. Wir schon viele haben vor dem finalen Kampf. So, dann leveln wir mal einige Leute auf. Weil, warum nicht? Falsch. Er kommt davon, wenn man einen Monat irgendwie nicht mehr das Spiel angerührt hat, ne? So, Training 4. Ja, steckt ja auch Training drinne. So gut. So. Ich könnte jetzt eine Klasse aufleveln oder allen XP geben. Jetzt geben wir den Schocktruppen mal ein Level ab. Da hört man sie stöhnen. Und es hat nichts gemacht. Ja, okay, natürlich hat was gemacht. Die Werte sind jetzt bei allen Schocktruppen stärker, aber kein Potenzial und so weiter alles. Und die Facility, so, Waffen kaufen und so. Ich habe zwar nicht, dass irgendwelche neuen jetzt zur Verfügung stehen, aber mal gucken. Na, Füchschen. Okay, was haben wir denn hier? Nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Ah. Okay, dann weiß nicht. Gehen wir den mal. So, Aim ist weniger, Attack unter, okay. Weiß nicht. Habe ich schon einigen hier was gegeben. So einige andere.
Run Capacity. Drive System. Ah, blöd, jetzt passt alles nicht rein. Oh ja. Will ich mich irgendwann ein andermal dran setzen. So, dann haben wir wieder Geld und so ausgegeben. Keine Ahnung, geben wir mal irgendwelchen Leuten andere Waffen. Und so einen Schocktruppen. Du siehst aus, als würdest du taktisch kämpfen wollen. Wir haben jetzt alle das ausgerüstet. Was? Warum das denn? Kevin, du brauchst natürlich das Brutalste von allen. Unsere knallharte Killermaschine. Wo sie auch. So. Braucht mich das nicht unbedingt immer fragen, okay? So, Hannes. Kannst mal. Weiß nicht. Ne, okay, gut, der soll nicht die Schwächere davon nehmen. Nee, du brauchst auch das Brutalste von allen. Ach, du hast das schon, okay. Gegen Antipersonen, gut. Und du hier noch, Herzstarke. Ma. Ich will, dass die jetzt alle ausgerüstet haben. So, die Schockdrucken, die haben jetzt ganz schön viel AP, finde ich. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns im letzten Nebenquest. Also bis dahin, tschüss!